wie diese Pizza duftet. So lecker. Ich musste direkt schon ein kleines Stück probieren. Die Kinder werden sich freuen. Kinder, kommt ihr dann? Oh, es gibt endlich was zu essen. Mama hat gesagt, es gibt Pizza und ich kann es schon riechen. Ich muss die allererste sein. Ich sichere mir das größte Stück, noch bevor Julian unten ist. Oh, ich muss mich so beeilen. Los, Emma, lauf, 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 lauf. Hm? Wo ist Julian eigentlich? Oh nein, ist der schon unten? Das gibt's doch nicht. Oh Mann, hoffentlich kriege ich überhaupt noch ein Stück ab von der Pizza. Oh. Ich komme, Mama. Es riecht schon total gut. Oh, jetzt ist Hannah auch noch vor mir. Oh, das gibt gar nichts für mich. Hm, wo ist denn Julian? Ist er gar nicht hier unten? Genau, Oma, wo ist denn Julian und Papa? Hm, habe ich euch das gar nicht erzählt? Papa und Julian sind bei Oma und Opa. Die wollten zusammen angeln. Und wir drei sind alleine. Oh, mehr Pizza Super. Für uns. Ja. Mehr Pizza für uns. Oh, da habt ihr aber ganz schön zugeschlagen. Es war total lecker, Mama. Das freut mich. Ich räume schon mal das Geschirr ab. Wie wär's denn, wenn wir jetzt direkt nach dem Essen einen tollen Film gemeinsam gucken? Seid ihr dabei? Oh ja, auf jeden Fall. Vielleicht ein Film mit Pferden. Auf Pferde habe ich keine Lust. Ich habe schon was anderes vor. Viel Spaß euch beiden. Oh, wenn die wüssten, was ich vorhabe. Ich muss das auch ausnutzen, wenn Julian nicht da ist. Also ich finde das wirklich merkwürdig, dass Emma nicht mit uns zusammen fernsehen wollte. Sie ist wahrscheinlich ganz schön traurig, dass Julian nicht da ist. Also ich bin froh, dass Julian nicht da ist. Dann ist viel mehr Ruhe hier zu Hause. Womit fange ich denn als erstes an? Wie soll ich das denn überhaupt machen? Mein Zimmer soll Julians Zimmer werden und Julian kann ruhig in das Kleine. Was auf gar keinen Fall fehlen darf im neuen Zimmer, ist mein Prinzessin-Schloss. Das schiebe ich als erstes rüber. Oh, das ist so schwer und viel, viel größer als ich. Diesen Bohrer und das andere ganze Spielzeug von Julian, das brauche ich nicht. Ich habe mein eigenes. Das ist viel besser. Los, rüber. Oh, und das Tablet, das ist ja auch Julians. Das tue ich zu Julians Sachen. Obwohl? Oh nein, da kann ich doch auch drauf spielen. Vor allem, wenn Julian nicht da ist. Yes! Oh, jetzt kommt das Schwerste. Zum Glück habe ich ganz viel Pizza gegessen. Jetzt bin ich riesenstark. Oh, wie kriege ich das Bett jetzt noch rüber? Oh, vielleicht mit Anlauf. Hau, ruck. Oh, das ist so schwer. Das bewegt sich immer nur ganz, ganz bisschen. Mäuseschritte. Oh, Mann, ist das schwer. Gleich ist es drüben. Mein Prinzessinnenbett, das ist viel kleiner und auch viel leichter als das von Julian. Das kann ich im Nix, kann ich das hier rüberschieben. Schaffe ich. Was? Das Pferd konnte so hoch springen? Das ist ja unglaublich. Oh, das ist auch ein total schönes Pferd. Sonst hätte ich auch gerne. So, jetzt habe ich, glaube ich, meine Sachen schon drüben. Ein paar Sachen sind noch von Julian. Das blaue Regal, das kann hier bleiben. So eins hat Hannah auch. Jetzt muss ich nur noch alles hier an die richtige Stelle bringen, damit es auch schön ordentlich aussieht. Oh, habe ich viel Platz hier. Ich bin ganz schön müde vom ganzen Möbel verrücken. So, wenn das Regal hier steht, dann kann Julian auch nicht so einfach in mein Zimmer reingehen. Das ist jetzt der Zaun. Ja. Wenn er will, dann könnte er hier durchkrabbeln. Aber vielleicht mache ich da auch noch einen Zaun vor. Oh, das ist eigentlich ganz cool, wie eine Höhle. Dann können Julian und ich hier durchkrabbeln. Aber Mama und Papa, die kommen dann nicht durch, weil die zu dick sind. Julians Zimmer sieht irgendwie ganz leer aus, aber das war früher auch Julians Zimmer. Da kann er doch wieder zurückziehen, ist doch kein Problem. Der braucht doch nicht das andere Zimmer. Der kann ruhig mal ein bisschen was Neues haben. Oder Altes. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas von gebrauchen? Lesen kann ich nicht, einen Führerschein habe ich nicht. Das Ding, das habe ich schon mal in den Kopf gekriegt. Ich krabbel viel lieber wieder in mein Zimmer. Das ist besser als das von Julian. So, jetzt habe ich alles richtig schön aufgebaut. Ich habe ganz viel Platz. Oh, und ich habe mein Prinzessinnen-Schloss direkt an meinem Bett. Dann kann ich quasi noch im Schlaf spielen. Oh Mama, ich hätte nicht gedacht, dass der Film am Ende so ausgeht. Ich auch nicht. Vor allem dieses Pferdeturnier. Ich fand das so spannend. Ich hatte vorher gar nichts mit Pferden zu tun. Oh, jetzt ist aber wirklich spät geworden. Du musst doch auch morgen wieder zur Schule. Ab ins Bett. Mama, wir haben die ganze Zeit gar nichts von Emma gehört. Was macht die denn wohl? Puh, keine Ahnung. Ich denke mal, sie hat die ganze Zeit gespielt und ist jetzt todmüde und liegt im Bett. Oh, es war so anstrengend. Bin ganz kaputt. Aber das Zimmer ist richtig toll geworden. Dann mach dich mal schnell bettfertig, Hannah. Okay. Und dann gehe ich allein ins Bett, Mama. Bis dann. Komm, lass dich noch drücken. Es war wirklich ein toller Abend mit dir. Gute Nacht. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob Emma wirklich schläft oder was sie die ganze Zeit gemacht hat. So, dann schaue ich mal, was Emma macht. Hier in Julians Zimmer muss ich ja niemandem gute Nacht sagen. Also ich hätte schwören können, dass das hier Julians Zimmer ist und das andere Emmas Zimmer. Moment mal, wie ist das denn alles hierher gekommen? Onkel Stefan war doch überhaupt nicht hier, oder? Hat das alles Emma alleine gemacht? Also kein Wunder, Emma ist fix und fertig. Wenn sie das alles alleine gemacht hat, dann schläft sie wirklich bis die nächsten 3 Tage noch durch. Ach, du kleine Kröte. Wie kann das so ein kleines Kind alleine alles hier rüber geschafft haben und die anderen Sachen rausgeräumt? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was in der Pizza drin war. Superheldenmehl?
Und wie soll ich jetzt überhaupt in Julians Zimmer rüberkommen? Der ist ja total abgeschnitten von der Außenwelt. Wie hat sich Emma das mit dem Regal hier vorgestellt? Soll ich da jetzt rüberklettern? Oh, das ist wirklich nicht einfach. Und wie soll ich das machen, wenn ich hier mal staubsaugen will? Also ich glaube, so kann das nicht bleiben. Das ist auch total gefährlich. Wenn es dunkel ist, dann läuft man komplett gegen dieses Regal gegen. Ach, was hat sie sich nur dabei gedacht? Also bevor Julian in ein paar Tagen wiederkommt, sollte am besten alles wieder so aussehen wie vorher. Sonst gibt's total Ärger von ihm.